Titel weiterfahren. Und ich glaube, dass auch der Präsidentschaftswahlkampf, ich schätze mal, zum Ende wird es, wenn der Froman, der Verhandlungsführer, wird noch versuchen, so viel wie möglich Punkte zu kriegen. Aber danach dann erstmal, wenn die neue Administration kommt, doch ein Vakuum haben. Erschütternd, Michael, ich habe auch gerade darüber geredet, ist, dass Hillary Clinton die TPP mitgesteuert hat, jetzt während des Wahlkampfs sich gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen haben. Das ist aber rein wahltaktische Gründe, weil Gewerkschaften in Amerika prinzipiell gegen Handelsabkommen sind.